Noch sind es nur Rohlinge aus Jurastein, die Bildhauer Raphael Graf in seine Werkstatt in Schernfeld bei Eichstätt bringt. Aus ihnen soll mehr werden, ein Freiluftaltar für den Eichstätter Frauenberg. Graf kennt sich aus mit dem Material. So schwere Stücke wie diesen Altarfuß bewegt er mit einem Flaschenzug. Doch damit fängt die eigentliche Arbeit erst an. Als die Corona-Pandemie ausbrach, waren die Gottesdienste in Innenräumen sehr beschränkt. Im Freien vor der Frauenbergkapelle konnte dagegen nach einiger Zeit mit ausreichend Abstand und an frischer Luft gefeiert werden. Es war überraschend, welch großen Zulauf dass das dort natürlich in der herrlichen Natur und auch den Unbilden der Witterung ausgesetzt. Also manchmal ist strahlender Sonnenschein, manchmal ist es windig. Das hat alles seinen eigenen Reiz, praktisch in der freien Natur den Gottesdienst zu feiern. Und man hat gesehen, es kommen sehr viele Leute, also vom weiten Umkreis her, es kommen junge Leute. Es hat so einen richtigen Schwung entwickelt. Und diesen Schwung möchte man mitnehmen, jetzt auch für die Nach-Corona-Zeit. Wochen später. An den beiden Füßen hat sich einiges getan. Die Struktur entsteht durch zahlreiche Arbeitsschritte und eine Mischung aus grober und feiner Bearbeitung. Es soll aussehen, als ob der Stein auf natürliche Art und Weise gespalten ist. Diesen Eindruck künstlich herzustellen, ist eine Herausforderung, an der der Bildhauer viele Stunden gearbeitet hat. Das Ganze wird dann abgedeckt durch die Altarplatte und man sieht jetzt, diese beiden Füße sind oben schräg geschnitten und die Altarplatte gleicht es aus. Also symbolisch steht die ja für Jesus Christus, der gleicht aus, was in unserem Leben an Schrägen, an Unfertigen da ist, bringt er ins Waagrechte. Der Altar weist auf das Patrozinium auf dem Frauenberg hin, Mariä Heimsuchung. In dieser Bibelstelle hatte sich die schwangere Maria auf den Weg gemacht, um ihre Cousine Elisabeth zu besuchen und die Freude mit ihr zu teilen. Eine solche Torsituation bildet auch den Altar mit seinem aufgebrochenen Spalt. Das Tor ist der Eingang zum Haus Elisabeths. Die ovale Form soll die Menschen einladen. Die drei Teile sind aufeinander zugeordnet, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich finde den Altar großartig gelungen. In verschiedenen Gesprächen ist er auch vorbereitet worden. Und der Künstler Raphael Graf hat es, denke ich, wunderbar in Stein umgesetzt. Im Mai segnete der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke den Altar. Seither ist er im regen Einsatz. Zum Beispiel beim Fatimagang am 13. jedes Monats, von Mai bis Oktober, aus der Innenstadt hoch auf den Frauenberg. An Sonntagen wird bei schönem Wetter in dieser Zeit jede Woche eine Messe gefeiert. Ein fester Altar aus Stein statt eines provisorischen Tisches. Auch Gläubige wie Barbara Pfaller freuen sich über das neue Werk. Also ich finde den Altar wunderbar. Vom Künstlerischen her ist es einfach wunderschön anzuschauen. Er passt gut in das ganze Ensemble. Er ist mit diesen beiden Elementen rechts und links, finde ich, großartig. Das Einzige, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, wäre eine größere Fläche von dem Ganzen. Aber ansonsten ist es einfach wunderschön. Gottesdienste an besonderen Orten. Das gefällt nicht nur den Eichstätterinnen und Eichstättern selbst. Auch Gläubige aus dem weiten Umkreis kommen dazu. Auf dem Frauenberg haben die Freiluftgottesdienste nun einen festen Platz. Am Altar von Raphael Graf.